Hohen Besuch aus Österreich hatte das Cyber Valley am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen. Der österreichische Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen besuchte zusammen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann den internationalen Hotspot im Bereich der Forschung zur künstlichen Intelligenz und tauschte sich auch über ethische Fragen aus. Am Donnerstagvormittag besuchte der österreichische Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen zusammen mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen. Im Rahmen kurzer Vorträge und Präsentationen zeigten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedene Facetten zum Thema künstliche Intelligenz. Das Tübinger Cyber Valley ist Europas größte Forschungskooperation im Bereich der Grundlagenforschung. Und das ist ein Bereich, der sich international explosionsartig entwickelt. Und ich glaube, die beiden Universitäten, Stuttgart und Tübingen, gemeinsam mit Max Planck, sind hier auf eine, fast hätte ich gesagt, Goldader gestoßen. Ja, im wissenschaftlichen Bereich funktioniert, sind diese Fortschritte fantastisch, sehr rasch, international vor allem. Die künstliche Intelligenz wird unsere Welt verändern, ob wir wollen oder nicht. Doch welche ethischen Maßstäbe sollten dabei berücksichtigt werden? Jedes Messer kann dazu benutzt werden, Brot zu schneiden oder jemanden umzubringen. Also das ist ja nicht zu verhindern, dass es immer gute und schlechte Anwendungen gibt. Aber speziell in diesem ganz neuen Bereich ist es wichtig, das laufend mitzudenken. In seiner Begrüßung wies Professor Bernhard Schüllkopf, der geschäftsführende Direktor des Max-Planck-Instituts, auf die Bedeutung der Zusammenarbeit der besten Forscherköpfe Europas hin. Auch Van der Bellen zeigte sich als glühender Europäer. Na, wo wären wir ohne dieses vereinte Europa? Diese Frage stelle ich jedem Zweifler und Skeptiker. Ja? Dann wären wir so den größeren Mächten vollkommen hilflos ausgeliefert. Machen wir uns doch nichts vor. Also das ist einmal auf der politischen Seite. Aber auf der Forschungsseite ist es genauso wichtig, mit den großen Regionen in Kalifornien von mir aus oder auch in China mitzuhalten. Da hinten nachzubleiben, wäre für die Zukunft Europas alles andere als günstig. Ministerpräsident Winfried Kretschmann, angesprochen auf den Rückstand Deutschlands im Vergleich zu den USA und China, sieht vor allem die Entwicklung und das Potenzial in unserer Region. Ich würde mal sagen, dass wir beim maschinellen Lernen noch keinen Forschungsrückstand haben. Und dafür sind solche Institutionen wie das Cyber Valley wichtig, nicht? In anderen Bereichen haben wir erstmal die erste Halbzeit verloren, aber gerade mit dem Schwerpunkt maschinelles Lernen Gott sei Dank noch nicht. Und dann darf man ja nicht vergessen, wir haben die Maschinen. Diese großen Möglichkeiten und Erfahrungen, die wir in Baden-Württemberg im Hardware-Bereich haben, müsse sich nun mit den neuen Möglichkeiten kombinieren lassen, so Kretschmann. Die Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft solle in Zukunft die ideale Umgebung für Start-ups im Bereich der künstlichen Intelligenz bieten. Für den österreichischen Bundespräsidenten bildet das Cyber Valley Tübingen dafür eine gute Voraussetzung. Aus österreichischer Sicht finde ich den Standort hier fast etwas zu günstig, weil ja nahe an Zürich, ETH und die Uni Zürich, wo sich Ähnliches abspielt. Aber ich hoffe, wir werden gut kooperieren. Für Van der Bellen und Kretschmann ging es anschließend noch zu weiteren Terminen nach Stuttgart, eingebettet in viel Polizei und Security.